Ja, also mein Name ist Walter Jaburek. Ich habe einmal technische Informatik in Graz studiert und irgendwie bin ich auch auf ein Jus-Studium verfallen. Und daraus hat sich irgendwie so mein Hobby und mein Beruf ergeben, der nach einer Zeit an der TU Graz als Assistent jetzt irgendwie so ausschaut, dass ich formal ein technisches Büro für Informatik bin. Als technisches Büro für Informatik mache ich hauptsächlich Unterstützung bei Vertragsverhandlungen, was nicht so ganz typisch für ein technisches Büro ist, aber halt die Juristerei hineinbringt. Ich mache Ausschreibungen für öffentliche Organisationen, da uns ja das EU-Recht ein ganz ein tolles Vergaberecht beschert hat, was inzwischen ja die wildesten Stilblüten treibt, ne? So dass man heutzutage ja heute gar nicht weiß, ob das, was gestern gegolten hat, heute auch noch richtig ist. Dann schreibe ich hin und wieder Bücher. Manchmal halte ich auch in Graz eine Vorlesung, aber hauptsächlich in Wien an einer Fachhochschule versuche ich Technikstudenten ein bisschen was über EDV-Verträge und EDV-Recht beizubringen. Und als Gerichtssachverständiger habe ich meistens die Rolle eines Dolmetsch. Das heißt, ich erzähle dem Richter, was die Techniker erzählt haben als Zeugen oder als Kläger oder was immer sie gerade sind und übersetze das, was der Richter fragt, aus dem Juristendeutsch in das technische Deutsch und mache dann am Schluss ein Gutachten, wo drinnen steht, was ich mir denke, wie das Ganze gewesen sein hätte können. Ja, also diese Frage wurde ja avisiert und ich habe vorgestern im Internet ein bisschen dazu recherchiert und festgestellt, wir haben in Österreich, wenn man das Rechtsinformationssystem des Bundes anschaut, das man ja unter ris.bka.gv.at abrufen kann, haben wir derzeit 152.977 Rechtsdokumente des Bundes. Dazu kommt, wenn man das EU-Rechtssystem EUR-Lex abfragt, auch im Internet frei zugänglich, wenigstens etwas, haben wir an Verordnungen, das sind also die Rechtsakte, die direkt gelten in allen EU-Staaten, also auch in Österreich, haben wir 73.707 zu verzeichnen. An EU-Richtlinien habe ich gefunden, gibt es nur 3.944. Es gibt auch noch Beschlüsse, Entscheidungen der EU, diverser Kommissionen hauptsächlich, mit der simplen Zahl von 35.027. Die gelten auch direkt in Österreich für den normalen Staatsbürger. Und nachdem Sie aus der Steiermark sind, habe ich auch das Landesgesetzblatt des Landes Steiermark abgerufen, das auch geordnet im Internet zu finden ist. Also in der Steiermark gelten mit Stand von vorgestern 14.617 Rechtsakte. So, das heißt, in Summe sind wir ungefähr, also so grob geschätzt, bei 250.000 Rechtsakten, die, schätze ich einmal, jede mindestens 10 Seiten umfassen, sind schlappe 2,5 Millionen DIN A4 Seiten, wenn man das alles lesen würde. Und dazu hat man ja als Jurist gelernt, steht im ABGB und unserem ehrwürdigen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch seit dem Jahre 1796 im Paragraph 2. Sobald ein Gesetz gehörig kundgemacht geworden ist, kann sich niemand damit entschuldigen, dass ihm dasselbe nicht bekannt geworden sei. Das heißt also, so was man so gemeiniglich hört, die Kenntnis des Gesetzes ist zu vermuten, beziehungsweise Unkenntnis schützt vor Strafe nicht. Wenn ich mir jetzt überlege, als ordentlicher Bürger der Republik Österreich, müsste ich also 2,5 Millionen Seiten lesen, was also so grob geschätzt, wenn ich davon ausgehe, ich bin ein ganz ein schneller Leser, ich lese pro Stunde 100 Seiten DIN A4, was ja schon, glaube ich, relativ ganz flott ist, dann bin ich also ungefähr bei, jetzt muss ich nachdenken, 2,5 Millionen,
250.000, 25.000 Stunden Lesezeit. Das sind also ungefähr, naja, 10 Arbeitsjahre, so ungefähr in der Größenordnung. Und nach diesen 10 Jahren habe ich genau das gelesen, was vor 10 Jahren gegolten hat. Weil das Recht ändert sich ja ungefähr mit einer Rate von 0,3 derzeit. Das heißt, innerhalb sozusagen von der Lesezeit ist das alles zumindest zu einem Drittel, zur Hälfte schon wieder veraltet. So, jetzt stelle ich sozusagen die simple Frage, müsste es eigentlich nicht in unserer Verfassung oder in den EU-Grundrechten das Grundrecht auf ein verständliches, lesbares und für den Normalstaatsbürger auffassbares Rechtssystem geben? Punkt. Naja, die Geschichte dazu ist irgendwie in meiner Jugend passiert. Also während ich Informatik studiert habe, habe ich einmal im technischen Berechnungsbüro der Maschinenfabrik Andritz gearbeitet, die es ja noch gibt. Das technische Berechnungsbüro gibt es, glaube ich, nicht mehr. Und da gab es einen Chef, der irgendwann einmal mit mir geplaudert hat. Also das war so ein Ferialjob, ne? Und irgendwann hat er mit mir geplaudert und gemeint, nach irgendeinem Besuch in seiner Rechtsabteilung, na, eigentlich als Techniker ist man schon ein armes Schwein. Ne? Weil die Juristen erzählen einem immer, wie es wirklich gehörte, obwohl sie keine Ahnung haben. Ne? Und das war dann irgendwie so der Anstoß, warum ich neben dem Technikstudium irgendwann einmal begonnen habe, Juristerei zu studieren. Und diese Überlegung ist mir eigentlich erst in letzter Zeit gekommen, weil ich mich ein bisschen sozusagen mit Rechtsinformationssystemen beschäftigt habe. Und dabei ist mir irgendwann die Frage gekommen, warum schert sich der normale Mensch nicht um das Recht? Tut ja keiner, nicht? Außer die Straßenverkehrsordnung, die ja irgendwie ganz evidentermaßen einen Vorteil bringt. Nicht? Wenn alle auf der Straße rechts fahren, dann ist sozusagen die Anzahl der Crashes ein bisschen geringer. Nicht? Also da gibt es ein paar Regelungen, die Sinn machen offensichtlich. Weil das, also in diesen 2,5 Millionen Seiten muss eine Menge drinstehen, was unsinnig, sinnlos oder nicht beachtet wird. Nicht? Also die Hintergrundfrage war, warum schert sich niemand ums Recht? Und das Ergebnis war, na, weil es einfach unfassbar viel ist. Ne? Naja, die These allein verändert die Gesellschaft gar nicht. Ne? Aber das, was ich irgendwie überlege, man müsste eigentlich einen Verein gründen oder sowas Ähnliches, der also die Grundrechtsforderung in der Politik und natürlich zuerst in der Presse und in den Medien verbreitet. Wir brauchen ein Rechtssystem, das der normale Staatsbürger verstehen kann, weil alles andere ist ja eigentlich kein Rechtssystem, sondern ein Unrechtssystem. Ja, der Worst Case ist, dass sich niemand darum schert und alle weitermachen wie bisher. Ne? Sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich was passiert, ist in Randbezirken gegeben, sage ich einmal. Also zum Beispiel der Vorarlberger Landeshauptmann hat, also einer der zweitletzte war das ungefähr, hat bitte irgendwann eines Tages gesagt, Freunde, unser Landesrecht hat viel zu viele Gesetze und Verordnungen. Und die haben immerhin den Umfang des Vorarlberger Landesrechts von 150.000 Seiten auf 50.000 Seiten reduziert. Also es geht, wenn man will. Genauso wie es ja in der Steiermark irgendwann einen Bezirksinspektor bei der Polizei gegeben hat, der in seinem Bezirk irgendwo Radkersburg oder so festgestellt hat, es stehen viel zu viele Verkehrstafeln herum und festgestellt hat, 9 von 10 kann man eliminieren. Ne? Und das auch gemacht hat, nicht? Gegen den Widerstand eines Bürgermeisters. Nachteil ist natürlich, einer meiner Lieblingssätze ist immer, juristische Arbeit ist beliebig vermehrbar, nicht? Wie man ja sieht, allein an der Menge. Es würden vielleicht eine Menge von Arbeitsplätzen wegfallen.
Wobei ich mir immer denke, es wäre vielleicht schlauer, wenn die Leute arbeitslos wären und die anderen nicht vom Arbeiten abhielten, statt unsinnige Gesetze zu produzieren. Naja, also Open Source finde ich ist eine ganz tolle Geschichte, ne? Insbesondere habe ich ja irgendwie den Eindruck, aber ich bin ein bisschen ein Open Source Fan, muss ich dazu sagen, ne? Habe ich den Eindruck, dass die Qualität von Open Source Software dort, wo das Produkt viel genutzt wird, ja viel besser ist als so manche Closed Source Software. Die juristischen Kenntnisse, die man für Open Source Software braucht, sind allerdings relativ minimal. Da ja eigentlich die Hauptaussage der GPL, LGPL und was es da alles so an komischen Lizenzen gibt, ja nur ist, lieber Nutzer, tu mit dem Ding, was du willst. Und ich mache eigentlich keine Vorschriften. Das einzig Spannende ist, habe ich also jetzt sozusagen ein bisschen in letzter Zeit gelesen, wenn ich da ein Projekt mache dazu, ist das Problem, wenn ich als Softwareunternehmer tätig bin und jetzt aus einer Software, die unter der GPL Version 2 ist das Spannendste, plus einer Software, die unter der Mozilla Public License steht, ein neues Software-Ding machen will, dann stehe ich vor folgendem Problem, dass das eigentlich juristisch nicht geht, wenn ich diese beiden Lizenzen verheirate. Ne? Aber sozusagen, das ist das einzige Problem, das ich da wirklich gesehen habe. Ne? Und natürlich haben Softwareunternehmer mit der Copyleft-Klausel der GPL ein Problem, ne? Aber das ist ja durchaus gewollt, ne? Weil die Copyleft-Klausel soll ja eigentlich nur verhindern, dass irgendjemand sozusagen sich das einfach aneignet und die Software, die da als Open Source von irgendjemandem vielleicht sogar in der Freizeit produziert wurde, einfach für seine Zwecke missbraucht und noch dazu irgendwie unter eine andere Lizenz stellt. Ne? Was ich nämlich in letzter Zeit schon des Öfteren gesehen habe, dass Dinge, die eigentlich Open Source oder auch im Printbereich, also Vulgo PDF-Dateien, dass PDF-Dateien, die unter irgendeiner Commons, Creative Commons License sind, dass die auf einmal verkauft werden von irgendwelchen Leuten. Oder dass da drin steht, das darfst du nicht kopieren. In der Softwarebranche wird das den Kunden auch vorgegaukelt manchmal, dass das, was sie kriegen, von irgendeiner Firma selbst geschrieben worden sei und deren Rechte dran hängen würden. De facto ist 70% Open Source Software und dem Kunden wird nicht einmal gesagt, dass das Open Source Software ist. Ha, gute Frage. Die digitale Gesellschaft. Naja, also was ich mir wünschen würde, ist, dass man gerade im Bereich Urheberrecht, das ja so einer der Hemmschwellen ist, oder noch ärger ist ja das Patentrecht, wieder auf ein vernünftiges Maß irgendwie zurückfindet. Und insbesondere halt, ich meine, diese Tendenzen, die aus Amerika kommen, dass jeder, verzeihen Sie, Pfurz unter Anführungszeichen, schon irgendwie geschützt ist, dass man das wieder auf ein österreichisches Maß zurückführt, wo ja in unserem Urheberrechtsgesetz irgendwann einmal gestanden ist oder noch immer steht, dass etwas erst geschützt wird, wenn es auch einen künstlerischen Wert hat oder einen sonstigen Wert. Ne? Und im Patentrecht ist ja auch zu sehen, da steht ja eigentlich drinnen, eine Erfindung ist nur dann patentierbar, wenn sie wirklich sozusagen einen geistigen, erfinderischen Schritt gegenüber dem Stand der Technik tut. Ne? De facto sind wir aber dabei auf amerikanischen Druck. Ne? Wir wurden ja irgendwann im Zweiten Weltkrieg alle erobert. Ne? Von einem Staat, der uns die NSA auf den Hals setzt, ne? Sind wir dabei, das amerikanische Immaterialgüterrecht mehr oder weniger zu übernehmen, wo dann zum Beispiel drinnen steht, patentiert wird alles, ohne dass es geprüft wird oder so ähnliche Dinge. Das einzige Bollwerk, was wir bis jetzt noch hatten, vor ein paar Jahren hatte das Europaparlament sich Gott sei Dank gegen Softwarepatente erfolgreich gewehrt.
Und das sogar mit einer überwältigenden Mehrheit von über 95% oder so irgendwas in die Richtung. Ne? Also sozusagen, vor was ich warnen würde, ist, dass man das Immaterialgüterrecht irgendwie in Europa aus Amerika übernehmen und uns das alles sozusagen aufs Auge drücken lassen, weil eigentlich der volkswirtschaftliche Wert des Immaterialgüterrechts ja sehr schwer nachweisbar ist, wie man ja insbesondere daran sieht, dass es in China zwar formal auch ein Immaterialgüterrecht inzwischen gibt, aber man sieht, dass dort das Wirtschaftswachstum enorm ist, weil sich niemand drum schert. Punkt.